Daniel Jeleska war einst Kollege, jetzt eigentlich Mitbewerber von Michael Ellmayr. Was verbindet Sie mit Michael Ellmayr? Naja, wenn man von null weg den Schreibtisch teilt, natürlich eine sehr lange, langjährige Freundschaft, vertraute Freundschaft. Und ich glaube, Mitbewerber ist der falsche Ausdruck. Wir sind Bewerber am gleichen Markt und haben eigentlich viel Spaß und arbeiten auch eng miteinander. Und ich schätze eigentlich seinen Motor und seine Unruhe, die er seit 100 Jahren in sich trägt. Hat sich schon immer gezeigt, wenn sein Schreibtisch immer leer war, weil er war, glaube ich, der Makler, der am wenigsten im Büro war. Und ein guter Makler und Vertriebsmann gehört immer auf die Piste und das hat er damals schon gehabt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Wir haben viele tolle Deals miteinander gemacht in der Zeit, den letzten 6 Jahren, seit ich ihn kenne. Und im Sinne der Immofinanz hoffe ich, dass das so weitergeht. Ich habe ihn kennengelernt 1997. Wo ich damals in die CPB EHL eingetreten bin, dann auch 16 Jahre in dem Unternehmen geblieben bin. Ich war sein erster Mitarbeiter und die Zeit war eigentlich immer sehr lustig, ja, und habe auch sehr viel von ihm gelernt. Wir haben jahrelang zusammen in der CPB gearbeitet und wir waren, glaube ich, 5 Jahre Kollegen in der CPB. Dort bin ich dann 2001 weggegangen, in die Amisola gewechselt. Er hat dann für uns in Amisola sehr gute Vermietungsleistungen gebracht. Ich habe dann 2006 die BAR gegründet. Seitdem ist er ein Mitbewerber, ein sehr fairer Mitbewerber. Ich schätze ihn sehr. Ich glaube, er ist sicherlich die Persönlichkeit in der Immobilienbranche, die perfekt vernetzt ist. Er kennt wirklich Gott und die Welt, ja, was für das Geschäft und ich sehr, sehr gut ist. Ja. Und ich schätze ihn sehr, dass er neben dem Geschäft oft sehr menschlich auch agiert und eine menschliche Seite zeigt.